Schrille Kostüme, blitzschnelle Finger und mehr oder weniger bunte Bilder. So präsentiert sich die Level Up, die größte Spielemesse des Landes im Salzburger Messezentrum. Über 5000 begeisterte Besucher waren dieses Jahr auf der Level Up mit dabei. Vom Drohnenrennen über Fußball bis zum Autorennen im Simulator war alles mit am Start. Dabei ist das Internet und vernetzte Spielen seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken. Es gibt zwar auch einen Retro-Spielbereich, da können so, sag ich mal, ältere Menschen wie ich, sag ich mal, den C64 noch, sag ich mal, begutachten. Der ist auch offline-fähig, also das ist so ziemlich das Einzige, was vermutlich ohne Netz und ohne Datenverbindung funktioniert, aber der Rest ist eben sehr stark von Internet-Connectivity abhängig, also auch die ganzen Streaming-Bereiche, wo es darum geht, eben über Twitch die Spiele online zu übertragen, das wäre also ohne einer richtig guten Internet-Connectivity nicht möglich. Die Salzburg AG als Green Tech Company und als Partner der Messe Salzburg stellt hier bei der Level Up die breitbandigen Gigabit-Anbindungen über das Glasfasernetz der Salzburg AG ins Internet zur Verfügung. Diese Anbindungen sind ein Synonym für unsere Internetprodukte, für unsere Privatkunden und auch die Gewerbekunden. Online-Gaming hat besondere, sehr starke Anforderungen an eine Internetverbindung. Für den Online-Spieler oder für die Online-Spielerin zu Hause ist es nicht nur erforderlich, dass sie entsprechend ein stabiles Internet haben. Auch die Bandbreite ist ja sehr wichtig und die Latenzzeiten, sprich die Antwortzeiten, ermöglichen nachher auch den Spielerinnen den Sieg zu Hause. Siege wurden bei der Level Up viele gefeiert, egal in welcher Disziplin. Alle Infos rund um stabiles und schnelles Internet der Salzburg AG finden Sie online auf www.salzburg-ag.at/internet. Yeah.